Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. In der letzten Folge haben wir mit unserem Goldinsektenjagd weitergemacht. Und ja, ich habe jetzt rausgefunden, wo die letzte Heuschrecke ist. Die ist nämlich genau hier. Schaut unten links auf die Karte, da seht ihr, wo ihr hin müsst. Und ich habe auch rausgefunden, warum die Tipps, die ich mir rausgesucht habe, alles so verkehrt waren. Und zwar, das Spiel ist ja ein Remake. Wo ist das hin? Ich sehe es nicht mehr. Das Spiel ist ja ein Remake vom Gamecube-Teil von Twilight Princess von damals. Hier sieht man aber auch gar nichts, oder? Das ist richtig ätzend gerade. Ich sehe es nicht mehr. Ah, da. Okay. Ja, das ist ja ein Remake von dem alten Spiel von damals, ne? Und das wurde gespiegelt. Ich sehe das Scheißvieh nicht, ich könnte auslasten. Das wurde gespiegelt. Die gesamte Karte. Jetzt habe ich es, okay. Und entsprechend ist es jetzt natürlich, wenn ich die Beschreibungen von dem alten Spiel raussuche und dort, naja, fündig wäre und ich das nicht werde und ich das nicht merke, dann ist es natürlich klar, dass ich dann, naja, mich ein bisschen doof anstelle, ne? So, jetzt fehlen nur noch zwei. Und das sind die zwei in der Gerudo-Wüste. Das heißt, wir werden uns zur Gerudo-Wüste warten müssen und dort noch entsprechend die beiden finden. Die eine müsste hier in etwa sein und die andere müsste ungefähr hier sein. So, so ganz grob. Das heißt, wir porten uns mal dahin und hoffen, dass wir die beiden jetzt zügig finden. Ui, ja, da hätte ich natürlich auch eher mal drauf kommen können, einfach mehr nach einer... Also ich hab nicht nach einer Karte gesucht, sondern nach Wegbeschreibungen. Ich wollte das entsprechend ein bisschen selbst noch rausfinden, aber naja. Dafür sind sie wohl leider ein bisschen zu gut versteckt für meine Navigationsfähigkeiten, wie es aussieht. Das heißt, ja, ne, passiert und schade. So, also, wir müssten jetzt mal zusehen, wo die hier ist. Irgendwo hier muss die sein. Ich glaube, ein Stück weiter nach links müsste ich noch auf der Karte... In so einer Mulde drin soll das sein, das Tierchen. Und das ist jetzt einfach mal die Mulde, von der ich hier rede. Nehme ich mal an, dass es dann hier ist. Das sind irgendwelche Sandtierchen. Ja, ich sehe schon, da ist ein Insekt. Sehr schön. Dann werden wir jetzt erstmal zum Menschen lassen, diesen Sandcrawler sein. Oder was auch immer er sein möchte. Auf jeden Fall nervig ist der. Kann ich ihn nicht... Ach ja, genau. Ich glaube, das kann sich um Stunden handeln, wenn ich das jetzt so mache. Ich würde allerdings gern mal jetzt das Insekt hier sammeln. Zack. Die Eintagsfliege gefangen. Die weibliche. Jetzt fehlt noch die männliche und die finden wir so ziemlich genau in der Richtung, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich müsste erstmal aus diesem Krater raus. Ich weiß auch nicht, ob es noch irgendeinen Bonus gibt, wenn wir das hier geschafft haben. Denn ich habe das glaube ich noch nie gemacht, wirklich alle Insekten... Alter, seid ihr ein bisschen nervig? So, noch mehr. Jetzt müsste hier im Süden irgendwo eine Absperrung sein oder sowas ähnliches. Meine Fresse, ist das eine Arbeit hier. Das ist nicht einfach mal kurz hierher gehen und eine Fliege fangen und es gut fertig ist. Wow, da kam ein Vetter an. Komm her. So, bevor ich mich jetzt um den Dicken kümmere. Okay, wollte ich das mit den Kleinen weghaben. Ich schätze mal, ich muss es mal an diesem Krater vorbei. Sonst könnte es ein bisschen unangenehm werden. Irgendwo muss da eine kleine Absperrung oder irgendwas in der Art sein. Ich weiß nicht genau, was es zu bedeuten hat, aber das habe ich zumindest gelesen. Das war noch so einer der wenigen Hinweise, die deuten... Da ist er. Okay. Da ist die kleine Fliege. Wenn wir die jetzt noch haben, haben wir alle 24 Goldinsekten eingesammelt und ich mache 3 Kreuze, denn ich habe es geschafft. Ja, das ist eine der Sammelquests, die ich hier... Komm doch jetzt mal her. Fertig machen möchte. Eintagsfliege. Wunderbar. Dann haben wir jetzt tatsächlich alle Insekten gesammelt. Das heißt, ich gehe jetzt zurück nach Hyrule und werde der kleinen... Wie heißt sie noch? Bärbel. Wir nennen sie Bärbel. Keine Ahnung, wie sie hieß. Wir werden der kleinen Bärbel jetzt ihre wunderbaren... Agneta hieß sie. Agneta, genau. Also Bärbel. Wir werden Bärbel jetzt ihre Insekten bringen, um damit was auch immer zu machen. Ich weiß nicht, dann hat sie zumindest ihre Freude daran und... Wir haben es geschafft und müssen uns nie wieder nach irgendwelchen Insekten umdrehen. Dann würde ich nämlich sagen, wenn ich das jetzt geschafft habe, geht es tatsächlich mal endlich weiter mit dem Hauptquest. Wir müssen nach Kumula in die Stadt der Wolken oder so, um mal nichts zu verraten. Haha. Ja, nach Norden, nee, nach Norden ist es nicht, nach Süden, nach Firone erstmal in unser Dorf zurück und dann dort mit dem Typi reden, der noch die ganze Sache erforscht. Und ja, dann schauen wir mal. Hier müssen wir später auch nochmal her, zu diesem Zirkuszelt. Was? Noch ein bisschen abwarten. Da müssen wir erst in Kumula gewesen sein. Verdammt, ich sollte nicht zu viel verraten. Ach, was soll's, das Spiel ist 1000 Jahre alt. Das kennt ihr eh, oder? Und wenn nicht, dann sagt euch auch der Begriff Kumula nichts. Von daher.
Alles gut, Prinzessin Agneta. So, wir können dann auch gleich, wenn wir das jetzt gemacht haben, mal sehen, ob wir die ganzen Gelder auch spenden können für die, für den Laden und so. Ihr wisst schon. Hallo du, hallo du. Oh, kann ich dir vielleicht helfen? Ja, ich hab so Insekten für dich, du blöde Kuh. Das war so viel Arbeit. Ich werde es übrigens jedes Insekt einmal vorlesen, okay? Aber du, Gottesanbeterin männlich, bist du es wirklich? Ach, die Gottesanbeterin tut immer so fromm, ist aber in Wirklichkeit bewaffnet bis an die Zähne. Danke, danke, ich bin so glücklich. Erlaube mir, mein Glück mit dir zu teilen. Ja, weil das ist voll anstrengend und nervig. Noch 13 Insekten. Ja, ich habe immer noch was für dich. Ja, dann machen wir das gleiche jetzt noch mit der weiblichen Gottesanbeterin. Oh yeah. Ja, das, wie gesagt, wird es geskippt. Einfach um das ein bisschen, ne, erträglich zu gestalten für mich und für euch und überhaupt. Ja. Stempel Agneta. Oho, nice. Ach, weil wir die Hälfte haben. Okay. Also die Hälfte abgegeben haben, glaube ich. Oder gibt es 20 oder 2? Warte mal. 6 mal 4 sind 24. Genau. Ja, wir haben die Hälfte abgegeben, wie es aussieht. Na, dann geben wir mal die Eintagsfliege ab. Die männliche wieder zuerst. Aber du Eintagsfliege männlich, bist du es wirklich? Ach, die Eintagsfliege. Ich würde mir nie erlauben zu fragen, ob sie morgen wiederkommen kann. Wow, was für ein Witz. Ich lach mich tot. Okay. Na komm schon. Ja, du kannst mir helfen. Die noch. Hier, kannst du haben. Nimm ruhig, sie ist kalt. Du kannst mir vertrauen. Und wieder Rubine, yo. Das ist der einzige Punkt, warum man die ganze Scheiße macht, um Kohle zu scheffeln wie ein, keine Ahnung, Schwerverdiener. Ich hab doch keinen Schimmer. So, Hirschkäfer. Oh, aber du, Hirschkäfer männlich, bist du's wirklich? Ach, der Hirschkäfer, mit so einem Geweih fühlt man sich sicher wie der König der Käfer. Danke, danke, ich bin so glücklich. Ja, danke, gerne. Und ja, du weißt schon. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Es ist so warm hier. Ich will nicht. Ja, ist ja noch so ein Hirschkäfer. Oh ja, es sind 1000 Grad in meiner Wohnung. Mindestens. Mindestens. Na komm schon. Ja, also auf jeden Fall hätten wir dann bald irgendwann es geschafft. Ich weiß noch nicht, warum es nicht die Möglichkeit gibt, einfach alle auf einmal abzugeben. Das wäre natürlich viel zu leicht. Aber wer macht sich schon die Arbeit so wie ich und sammelt die alle auf einmal? Aber du, Heuschrecke männlich, bist du's wirklich? Ach, wenn ich die Heuschrecke sehe, wird mir immer ganz grün ums Herz. Danke, danke. Übrigens, wo wir gerade von Heuschrecken reden und ich von meiner Wohnung rede, tolle Geschichte. Die Woche habe ich hier gezockt, abends. Weiß gar nicht mehr, Smash oder so, glaube ich zumindest. Und habe halt so ein bisschen Fenster aufgemacht, hier ganzen Türen offen so in der Wohnung, dass ich ein bisschen lüften konnte, ne? Dass es ein bisschen durchzieht, mal abends, wenn es ein bisschen kühler ist. Und als ich dann so fertig war, alles zugemacht habe und das Licht an, sehe ich plötzlich so einen Grashüpfer an meiner Wand stehen, hängen, sitzen, ihr wisst schon, ne? Und, naja, ich wohne hier, wie gesagt, im Dachgeschoss. Wie kommt dieser verdammte Grashüpfer hier hoch, wenn ich mal kurz das Fenster aufmache? Ist das ein verdammter Cheater? Ist das Superman? Nein, es ist ein Grashüpfer. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Das Realistischste wäre vermutlich, dass der von irgendeinem Baum gesprungen ist und mit dem Wind ein bisschen reingetragen wurde. Die sind ja recht leicht, die Teile, und können dadurch auch entsprechend gut springen. Oh, aber du, Nashornkäfer, bist du es wirklich? Oh, der Nashornkäfer, wie schön muss es sein, unter diesem glänzenden Panzer zu schlafen. Oh, danke, danke, ich bin so glücklich. Ja, ich weiß. Ja, auf jeden Fall war dann dieser Grashüpfer hier und ich dachte mir so, naja, hilfst du ihm jetzt raus und es wäre ja Arbeit. Also ich finde ja Grashüpfer tatsächlich niedlich. Auch die, ob die grün oder braun sind, spielt dabei keine Rolle. Und dann dachte ich mir so, naja, du hast zwei Katzen zu Hause, die mögen Insekten. Also nicht so wie, ich mag dich. Ich kuschel jetzt mal mit dir. Nein, ich mag dich. Ich töte dich. Und die mögen das total, Insekten zu jagen. Und ja, da habe ich mir einfach gedacht, ach, naja,
Wer sich hier reintraut in Feindgebiet, in Katzengebiet als Käfer, der sollte halt leider mit seinem Ende rechnen. Und ja, ich habe es aber nicht gesehen, wie sie mit ihm gespielt haben. Keine Ahnung. Oh, Kellerassel, bist du's wirklich? Ach, die Kellerassel, wenn ich nur etwas kleiner wäre, würde ich sie gern herumrollen. Danke, danke. Ja, und hab leider nicht gesehen, wie die Katzen dann mit dem Grashüpfer schon gespielt haben. Schade, aber naja, es wäre wahrscheinlich eh ein bisschen brutal gewesen und besser, man schaut sich sowas nicht an. Es ist ja fast sadistisch, wenn man das macht. Nee, aber ich weiß, ich erkenne das, also jeder, der schon mal eine Katze irgendwie mit einem Insekt hat spielen sehen, der weiß, dass das einfach nur ihr Jagdtrieb ist und dass das natürlich ganz natürlich ist für die und... Dass sie das ja auch nicht nur töten, sondern auch fressen. Und ja, warum denn nicht? Sollen sie sich doch einen kleinen Nachtsnack einwerfen. Wenn sie den selbst fangen, ist das doch in Ordnung, ne? Ja, aber das sah übrigens echt toll aus, das Tier. Also so richtig schön, saftig grün. Hat mir gefallen. Oh, verdammt, ich hab eine Meise. Ich kann ja bis 1000... Ach, ich Idiot. Ach, ja. Ich habe überhaupt nicht mehr auf mein Geld geachtet. Ich müsste mal jetzt beim Schneiden dann später mal gucken... Wie viel Geld ich jetzt hier... Warte mal, ich hatte 12, 14, 2... Oh Gott, ey, wie viel Geld habe ich jetzt verloren? Ich bin so doof, weil ich hier wieder gelabert habe. Ja, ich habe jetzt eine Menge an Insekten abgegeben. Ich habe jetzt 12 Stück abgegeben. 12, das macht im Durchschnitt 100, wären 1200. Okay, wir sind ungefähr 400... 400, ja, ungefähr 400 müssten mir für den Gang sein, 400 Rubine. Naja, was soll's. Dann warpen wir uns jetzt erstmal nach Kakariko. Ich bin aber auch selten dämlich, oder? Naja, egal. Und werden uns dort mal unseres vollen Geldbeutels entledigen und die 1000 Rubine da abgeben. Ja, wie gesagt, 400 Flötengang, was soll's. Dann ist es eben so. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab die ganze Zeit erzählt und gelesen und gemacht und ja, ich hab gar nicht gesehen, dass mein Geldbeutel voll war. Es wäre ja auch schön, wenn da mal eine Info käme wie, hey, du, dein Geldbeutel ist voll. Hört doch mal auf, hier abzugeben. Na egal. Vielleicht kann ich ja so noch irgendwie ein bisschen Geld ran schaffen. So, und hier ist schon mal der eine. Ja. Wo muss ich jetzt gleich nochmal hin? In Maros Laden, ne? Wo ist denn der? Ich finde aber diesen Laden nicht. Ach, hier. Alles klar. Rein da. So, da können wir jetzt direkt 1000 Rubine hier reinwerfen. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, ich habe noch gar nichts abgegeben, ne? Seit der ersten Spende. Also seit der ersten Spendenrunde. Ja, ja, wir kennen das schon. Ja. Was beteiligt euch in der Sammlung? 1000. Oh, fantastisch! Wir haben unser Ziel erreicht. Echt? Ich hätte vielleicht wirklich mal lesen sollen. Ich bin so doof. Hätte ich gerade nur noch 200 abgeben müssen? Okay. Hey, Link. Kaufst du was? Nee. Okay. Ja, möglicherweise ist es jetzt geklärt hier mit dem Laden zumindest. Und ich kann jetzt erstmal nach Hyrule zurückgehen und mir diesen wunderbaren Laden anschauen. Ich bin so doof. Ich glaube, ich habe jetzt zu viel gespendet. Naja, was soll's? Wisst ihr was? Das ist mir egal. Ich werde jetzt erstmal zurück nach Kakariko. Nicht nach Kakariko, nach... Na, ich kann nicht hier. Nach Hyrule gehen, nach Hyrule Stadt. Dort na, schauen, ob ich den Laden jetzt... Ob die den Laden jetzt gekauft haben. Und dann werde ich noch die letzten zwei Insekten abgeben. Vielleicht vorher sogar. Und dann, ja, werden wir mal sehen, ne? Also dann nochmal nach Hyrule Stadt. Ja, ich komme gerade von Arbeit. Mir ist den ganzen Tag scheiß warm gewesen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Hier ist es noch wärmer als auf Arbeit. Ich bin ein bisschen geschafft, ich bin ein bisschen neben mir, also wundert euch nicht, wenn ich mal so einen Müll mache wie jetzt. Was soll's? Geht darum nichts, ne? Ist ja bloß In-Game-Money und von daher, was soll's? Scheißegal. Ich hab trotzdem meinen Spaß, selbst wenn ich tausendmal so viel Geld hier verschwende. Oh, gleich zurückverwandelt. Hey! Das ist bestimmt Post von dem Laden jetzt, oder? Da, 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 da. Hallo Link, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender, Maromarkt. Sagt dir das was? Ja, gib her. Und das wär's, ab die Post. Okay. Schauen wir mal. Briefe. Ilias Erinnerungen. Nee, das brauchen wir nicht. Lieber Freund, nope. Hier, Helden hierher. Endlich, Maromarkt, der Kleinpreisheld, kommt auch nach Hyrule-Stadt. Bei uns erhalten Sie alle Arten von Items für Abenteuer und Freizeit unglaublich günstig. Einmaliges Eröffnungsangebot, die Magierüstung, nur ein Exemplar pro Kunde. Helden handeln schnell und sichern sich dieses einmalige Angebot. Jo. Okay, das wäre quasi... Ich bin so doof. Ich hätte mir bestimmt schon die Rüstung kaufen können, oder? Ach, egal.
Naja, was soll's. Ich werde jetzt einfach mal schauen, dass ich noch die zwei Käfer abgebe und dann mal schaue, ob ich da vielleicht noch ein bisschen Bonusgeld bekomme für meine harte Arbeit, die ich da geleistet habe, die ich definitiv geleistet habe. Ich habe folgenlang habe ich gesucht hier. Nicht folgenschwer, sondern mehrere Folgen lang. Habe ich gesucht und gesucht, um diese ganzen scheiß Insekten zu finden. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo ich abgebe. Und habe beim zweiten Mal abgeben ebenfalls nicht aufgepasst. Also erstens bei dem Abgeben der Insekten, zweitens beim Abgeben des Geldes. Und ich bin so doof. Naja, ach, laber mich nicht voll, Alter. Öffnen. Gut, den Zettel, den werde ich jetzt mal genüsslich zerknittern. Da, wo meine Informationen drauf standen. Aber hier ist wirklich Party hart jetzt mit den ganzen Insekten, ne? Nicht schlecht. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ja, also ein Pärchen haben wir jetzt noch, und zwar die Schnecke. Das Schneckenpärchen. Dass die als letztes kommen, ist ja wohl realistisch, ne? Oh, aber du Schnecke männlich, bist du es wirklich? Ach, die Schnecke. Nur ein einziges Mal würde ich mich auch gerne so schleimig fühlen. Ja, du bist eine Frau und... Okay, nein, ich sag nichts dazu. Oh... Okay, nein, alles gut. Ich sag wirklich nichts. Ja, gut, dann hätten wir jetzt noch einen Insekt. Boah, jetzt muss ich aber gähnen hier. Ja, noch einen Insekt und dann haben wir es wirklich geschafft. Ich weiß nicht, ob man das wirklich schaffen kann, diese Insekten, ohne irgendwelche Hilfestellungen zu finden. Schnecke, Männle, weiblich, ja, bla bla bla. Schleimig, ich weiß schon. Nun, zum Dank sollst du dieses Geschenk in Empfang nehmen. Du erhältst die Maxi-Geldbörse. In ihr kannst du 2000 Rubin aufbewahren. Nice. Komm jederzeit wieder her, wenn du Insekten treffen willst. Krieg ich noch Geld von dir? Ich dachte, es gäbe vielleicht sogar die Möglichkeit, dass ich jetzt noch mehr Geld bekomme. Wann habe ich jetzt nicht mal noch die 100 Rubine bekommen? Mano! Alte, Agneta, gib mir Geld. Ich bin so arm. Bitte. Ach, ich bin so ein Depp. Ich könnte so viel mehr Geld haben. Ach, was soll's. Vor allem hätte ich es gewusst, dass ich jetzt bloß noch 50 Rubine bekomme, hätte ich einfach noch die beiden dämlichen Insekten abgegeben. Was soll's? Ach, okay. Na gut, wir können jetzt zumindest 2000 Rubine tragen, auch wenn wir das wahrscheinlich niemals wieder erreichen werden. Ja, okay, die sagt uns auch nichts mehr. Es gibt also nichts... Boah, das ist aber übel hier Party hard, oder? Na gut, ich habe nicht ganz aufgepasst. Wir werden jetzt noch einen kleinen Abstecher an den Maromarkt machen. Danach, denke ich, ist die Folge auch schon wieder rum. Das war dann quasi der dritte Teil unseres lustigen Insektenfangens. Und ja, das muss halt auch mal gemacht werden. Es gäbe jetzt noch ein paar Herzteile, die ich mir holen könnte, nehme ich an. Aber ich werde jetzt nicht direkt nach der Insektenjagd mich um die Herzteile kümmern. Dann, wenn ich die nicht alle habe, ist es okay. Wenn ich welche finde, dann nehme ich die natürlich immer mit. Und ansonsten werde ich mich jetzt wirklich mal darum kümmern, dass ich mal ein bisschen mit dem Hauptquest vorankomme. So, hier ist dann wohl der Maromarkt. Hey du, willst du wieder meine Schuhe putzen? Hereinspaziert, der kleine Preishelden vom Maromarkt, bekannt in Heimstadt für ihren legendären Preis. Hereinspaziert. Ja. So, ich habe aber jetzt natürlich kein Geld mehr, um mir irgendwas zu kaufen. Auf keinen Fall auch so eine Rüstung da. Also die wird bestimmt nicht ganz billig sein. Wow, ist ja richtig Party, ja. Die wird getanzt. Wow, was ist denn hier los? Yeah! Schwing die Hüfte. Yeah! Geil. Oh, kaufst dir, wenn du das willst. Kaufst dir. Ja, okay. Okay, 20 bis 30 Prozent Rabatt, hauptsächlich billig, bla bla bla. Ach komm, ich werde einfach mal mich umschauen, wie da rübergegangen ist. Maromarkt stempeln, 100 Rubine, ihr habt eine Meise. Bomben, Wasserbomben, Bombenkäfer, Elixier. 600 Rubine. Ja, nice. Gut, dann war's das jetzt erstmal. Ups. Kauf es, yeah. Ja, wir haben jetzt natürlich kein Geld mehr. Ich werde mich jetzt noch Richtung mein Heimatdorf... Ja, ist denn das eigentlich schlau? Gleich nochmal. Ordern. Richtung Ordern begeben, so zumindest dort mal hin beamen, mal schauen, wo dann der nächste Quest-Typi ist, den ich noch ansprechen muss. Und dann werde ich dort die Folge beenden. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall dann mit dem Hauptquest weitermachen. Es waren jetzt also, wie gesagt, 3 Folgen. Eigentlich waren es 5 Folgen Nebenquests. Eigentlich richtig schlimm. Zweimal dies mit dem Quellwasser und dann 3 Folgen mit den Insekten. Und wir haben es jetzt aber geschafft. Ich habe das ganze Geld zum Fenster rausgeschmissen, was ich damit gesammelt habe. Es ist scheißegal, der Laden ist offen. Das war mein Hauptziel. Und... Ja, ne? Alles gut, quasi. So, muss ich jetzt eigentlich hin? War das vielleicht hier sogar, in dem Teil? Ach, ich weiß doch nicht, wo ich hin muss. Nein. Ich porte mich jetzt mal hier hin und hoffe mal, dass ich da dann irgendwo noch eine Info finde, wo ich hin muss. Wenn ich mir die Karte dort anschaue, weil auf der Warp-Karte sieht man immer so wenig. Naja.
Oh, wir sind Feen. Nice. Da kann ich mich gleich mal heilen. Ich habe nämlich damals im Kampf gegen die Quellwasserbiester ganz schön viel HP verloren. Okay, und die Karte öffnen. So, hier ist nix. Da vielleicht? Jetzt mal ohne Scheiß, wo muss ich hin? Och, ich weiß es nicht mehr. Knark. Okay, ja, sorry. ach nein, muss ich jetzt wirklich nochmal zurück? Ich habe erst 3 von 6 Portalen hier freigeschalten. Ist ja schwach. Ich werde jetzt nochmal kurz, ich werde jetzt hier die Folge beenden. Dann schaue ich noch mal kurz nach, wo ich hin muss, weil ich habe es gerade nicht mehr im Kopf und ich möchte das, euch das jetzt ersparen, das nochmal zu sehen, wie ich mich hin und her porte. Also, wenn es euch gefallen hat, in der nächsten Folge geht's weiter. Wie gesagt, das war jetzt alles Nebenquest. In der nächsten Folge geht's richtig weiter. Wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.